Moin Leute und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen schönen Nikolaus. Ich hoffe, ihr habt viele Süßigkeiten gekriegt, viel Schokolade und vielleicht das ein oder andere kleine Geschenk. Ich weiß ja nicht, ob ihr irgendwie sowas kriegt, dann so eine Kleinigkeit zu. Und ja, ist ja auch egal. Ich möchte jedenfalls mit euch den 90s Kid Tag machen. Und zwar, weil ich den vorhin gesehen habe bei einem YouTuber und ich fand ihn ziemlich cool. Und ja, ich bin ja ein 90er Jahre Kind, ich bin am 5.11.1990 geboren und ja, deshalb wollte ich einfach mal diesen Tag machen, weil die 90er Jahre waren einfach geil. Kann man sagen, was man will, wird aber jeder so unterschreiben, die 90er Jahre waren einfach richtig cool und unbeschwert und ohne dieses ganze Internet und ohne Handy, ohne PC und so. Und ja, deshalb fand ich diesen Tag ganz cool und deshalb machen wir den jetzt. Frage Nummer 1. Was war dein Lieblingsanime in den 90er Jahren? Es ist zwar nicht wirklich ein Anime, glaube ich. Ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, aber Pokémon auf jeden Fall. Pokémon, die erste und zweite Staffel. Und Digimon auch. Aber Digimon nur die erste Staffel, da fand ich die zweite auch schon ziemlich scheiße. Und ja, wenn man sich heutzutage anguckt, dass es, glaube ich, 600 Pokémon um den Dreh rum geht, ist das auch schon ein bisschen, naja. Dragon Ball, Dragon Ball Z und so natürlich, da braucht man gar nicht überschreiten. Der Hammer. Frage Nummer 2. Dein Lieblingssänger? Ich muss sagen, ich hatte gar keinen Lieblingssänger. Ich weiß noch, dass ich als Kind, ich fand Nena ziemlich cool, weil meine Mutter hatte irgendwie eine Kassette war das damals noch. Und die habe ich irgendwann mal gefunden und da war Nena drauf und irgendwie fand ich das ziemlich geil und habe das dann irgendwie rauf und runter gehört. Bei Frage Nummer 3 wird nach der Lieblingssüßigkeit gefragt. Wir hatten genau neben der Schule damals, neben der Grundschule, einen Kiosk und da sind wir halt immer vor oder nach der Schule hin und haben uns da Süßigkeiten gekauft. Und ich weiß noch, was wir ganz viel gekauft haben, waren diese Monsterbälle. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind irgendwie so groß und dann leckt man da irgendwie stundenlang dran und das ist eigentlich voll Abtörner. Und die Zunge tut weh, der Kiefer tut weh, man hat keinen Bock mehr und eigentlich, also nach meiner Erfahrung, hat es eigentlich auch nicht geschmeckt. Es hat irgendwie nach Zahnpasta, glaube ich, geschmeckt, also mir jedenfalls. Und das Geile einfach da war, in der Mitte, wenn man durch diese ganzen Schichten durchgeleckt hat, da war da so ein Kaugummi und das wollte man haben, anstatt sich einfach sofort ein Kaugummi zu kaufen. Und ja, Frage Nummer 4, dein Lieblingsspiel? Und ich muss hierzu sagen, es ist nicht nach Videospiel oder so gefragt, sondern irgendwie allgemein nach Spiel und so. Mensch, ärgere dich nicht, so vom Brettspielen her. Und sonst halt Kartenspiele und viel, wir haben halt viel draußen gespielt, ne? Und auf Bäumen klettern und so ein Scheiß. Also. Nummer 5. Was war dein Lieblingsspielzeug im Happy Meal? Ja, damals hieß es noch Happy Meal. Happy Meals waren immer geil. Aber cool fand ich halt diese Radios, die es damals gab. Da war irgendwie, glaube ich, nur ein Lied drauf oder zwei, ich glaube auch nur eins. Und die waren ziemlich cool und so Autos halt so, ne, als kleines Kind findet man halt Autos toll. Frage Nummer 6. Was hast du gesammelt? Ich habe alles gesammelt. Von Murmeln bis Sticker. Damals als Kind hat man irgendwie, warum auch mal Sticker gesammelt und die dann getauscht. Gogos natürlich noch. Pokémon-Karten und alles. Ich habe alles gesammelt. Frage Nummer 7 ist ziemlich cool und zwar wird danach den Lieblings-Disney-Charakter gefragt und ich finde sie cool, weil Disney heutzutage immer noch geil ist. Also ich finde sie immer noch cool, ich kann mir es immer noch geben, beziehungsweise ich gucke es halt auch immer noch. Und Lieblingscharakter, ich fand halt König der Löwen immer richtig geil und Simba natürlich. Wobei als kleines Kind fand ich diesen bösen Onkel da viel cooler, diesen Scar. Und ja, nichts geht über König der Löwen. Sagt was gegen König der Löwen und, ne? Nummer 8. Was hast du nach der Schule immer geguckt? Ich habe immer RTL 2 geguckt. Man ist nach der Schule nach Hause gekommen, hat den Fernseher angemacht oder hat erst gegessen, kommt drauf an, ob es halt fertig war, und hat dann RTL 2 angemacht. Und nein, damals kam da kein Frauentausch, keine Familie im Brennpunkt und kein Verdachtsfälle. Ja, damals gab es halt alle möglichen Animes, wie wir eben schon gesagt haben, von Pokémon, Digimon, Detektiv Conan, Ranma an halb und alles. Also es war echt geil so und das war einfach nichts, gab nichts geileres als nach Hause zu kommen und RTL 2 einzuschalten. Nummer 9 ist eine Entweder-Oder-Frage. Lego vs. Playmobil. Ich muss sagen, ich war nie so der Lego-Fan, beziehungsweise also Lego fand ich schon cool, aber ich war irgendwie ein Lego-Analphabet. Ich konnte nichts bauen.
Ich habe zwei Steine aufeinander gepackt und das war dann UFO oder ein Haus oder sonst was. Und ja, ich war eher so der Playmobil-Fan. So. Wir hatten zwar zigtausend Lego-Kisten, aber habe ich auch noch gespielt, aber eher so Playmobil. Playmobil! Und die zehnte und letzte Frage ist, was war dein Lieblingsvideospiel? Spiele jetzt, Aladdin hatten wir, das war richtig cool. Und so Bugs Bunny hatten wir irgendwie irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was das war irgendwie, aber ich war ziemlich schlecht drin. Und Ninja Turtle dann auf jeden Fall für, ich glaube Nintendo war das. Das war so geil, ich habe das geliebt. Und mein bester Kumpel damals hatte das halt und dann bin ich halt immer zu ihnen und dann haben wir es halt zusammen gespielt und so. Und ja, das war so geil. Und irgendwann hatte ich dann Geburtstag und dann hat er mir das geschenkt und das war der schönste Tag für mich bis zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mich einfach nur gefeiert und das war richtig cool und es hätte mir keiner ein besseres Geschenk zu dem Zeitpunkt machen können. Und später natürlich so Super Smash Bros., Mario Kart. Und das war's auch schon mit meinem 90s Kid Tag. Und ja, ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr irgendwas davon auch kanntet oder beziehungsweise ob ihr überhaupt 90er Jahre Kinder seid und wenn halt, ob ihr das kennt oder was ihr halt so gemacht habt. Und ihr könnt mir das ja diese 10 Fragen, ich werde die in der Infobox schreiben. Und ihr könnt die einfach sonst in den Kommentaren beantworten, wenn ihr Bock habt. Oder einfach schreiben, halt's mal ohne Spaß. Keine Ahnung. Nee, ja. Und bis dahin sage ich sonst erstmal Tschüss.